Stellt euch vor, ihr wollt euch mal richtig was gönnen und geht shoppen. Und wen seht ihr plötzlich da in der Frauenabteilung mit Handtasche und High Heels? Euren Lieblingsrapper. Gar nicht mehr so unwahrscheinlich. In den letzten paar Jahren hat sich wirklich einiges verändert. Aber wie kam es dazu, dass Young Thug und UFO361 heute Damenmode rocken? Und was haben Hipster, Fitnessfreaks und Disco-Musik damit zu tun? Wenn wir darüber sprechen wollen, wie sich Männlichkeit verändert, sollten wir uns erstmal anschauen, was eigentlich alles so als männlich gilt. Im Rap meistens rundum gut gebauter Mann, du guckst mich an, muskelstramm wie ein gut gebauter Plan. Männlich, männlich, schwarzer SUV, Immunität. Hab für diese ganzen Schlampen keine Liebe. Wieso ist Männlichkeit nur Muskeln, große Autos und Frauen Schlampen nennen? Natürlich nicht. Von außen entsteht schnell der Eindruck, deutscher Rap ist ultramaskulin, patriarchal und frauenfeindlich. Da wird gern mal ein bisschen projiziert auf Deutschrap. Diesen Klischeebildern bedienen wir uns ja auch so, aber nur teilweise. Ich kann damit viel anfangen, weil ich damit aufgewachsen bin, aber da clasht so ein bisschen, da will ich von weg. Am Ende des Tages kommst du einfach auf deine Attitude an. Das sind aber auch die Dinge, die medial gerne ausgeschlachtet werden. Und klar, es gibt auch genug Rapper, die sich in der Macho-Rolle ganz gut gefallen. Oh, Señorita, ich weiß, dass du Muckis liebst, doch trainier Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Ich möchte an dieser Stelle kurz anmerken, Opa geht dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Solche Zeilen finden viele vielleicht nicht unbedingt schön, aber sie sind auch deutlich überspitzt. Viele Rapper spielen mit dem Bild von Männlichkeit, das ihnen zugeschrieben wird. Und gleichzeitig schreiben sie sich diese Bilder selbst zu, verfestigen sie und verdienen gut Geld damit. Eine Schlagzeile über Macho-Rapper führt zur nächsten Line über Muskeln und Groupies. Die führt dann wieder zu Schlagzeilen. So geht es immer und immer weiter. Und am Ende haben beide Seiten Reichweite. Genau diese Bilder, weil die auch noch sehr erfolgreich sind, kommen halt in die deutsche Medienlandschaft. Sau funny, wenn Hip-Hop einfach Männlichkeit erfunden hätte. Dann wird Rap problematisiert und dann soll Rap diszipliniert werden. Jeder soll die Texte bringen, hinter denen das stehen kann. Wenn es diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ja gar nicht gäbe, würden die auch damit überhaupt kein Geld machen können. Aber Geschlechterrollen gibt es natürlich nicht erst seit Hip-Hop. Und Männer mit Migrationshintergrund gelten in der Öffentlichkeit schon lange als Machos. Warum eigentlich? Das ist halt so dieses Klischee-Denken, ne? So die Frauen laufen 5 Meter hinter den Männern und so. Wenn die weiße Mehrheit ihnen ständig erzählt, dass sie scheiße sind, antifeministisch sind, sexistisch sind, Machos sind, natürlich kommst du dann irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, dann ist es halt so. 2014 veröffentlichte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Studie, die belegt, dass traditionelle Bilder von Mann und Frau bei Muslimen in ganz Deutschland tendenziell höheren Anklang finden als bei Christen. Das kann kulturelle Gründe haben. Die Studie zeigt aber auch, wie die Rollen verteilt sind, ist eine Frage von Religiosität und Alter, egal ob Christ oder Moslem. Und ganz wichtig, die soziale Lage ist der größte Faktor. Materielle Lebensumstände haben einen Eindruck und einen Einfluss darauf, wie ich lebe. Danke, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das hat gut rausgefunden. Die größten antifeministischen Strukturen gab es zum Beispiel im Vatikan, die gab es in den USA, die gab es in Brasilien, die gab es in Polen, die gab es in Italien. Das sind alles christliche Länder. Sprachkenntnis, Bildungsabschluss und finanzieller Background entscheiden häufig darüber, wie Geschlechterrollen ausgelebt werden. Also, konservative Einstellungen zur Männlichkeit finden sich überall, nicht bloß bei Menschen mit muslimischem Background. Und gerade junge Muslime entdecken neue, moderne Entwürfe von Männlichkeit für sich. Durch die Integrationsdebatten zieht sich aber das Bild des muslimischen Patriarchen, der schon in der Jugend erst die Familie und dann die Deutschen drangsaliert, als wären Herkunftsdeutsche frei von Sexismus. So, wenn du ein Charakterschwein bist, dann ist das so, das ist scheißegal, von wo du kommst. Es gibt mit Sicherheit immer noch einen sehr großen Unterschied, wenn man jetzt Stadtbevölkerung, Landbevölkerung ansieht. So ein fränkisches Dorf, einfach ein aufgeklärter, gleichberechtigter Ort, da gibt es keinerlei Geschlechterrollen. Wer ständig mit solchen Vorurteilen konfrontiert wird, nimmt sie irgendwann an, reproduziert die Erwartungen von außen oder spielt mit ihnen. Überbetonte Männlichkeit kann auch eine Art Ausflucht sein, besonders wenn Macht, Anerkennung und Erfolg in anderen Lebensbereichen ausbleibt. Oft auch die voll dagegen halten, sind eigentlich so verkappt. So. Die versuchen dann so richtig dagegen anzukämpfen. Habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Das nennt sich zum Beispiel auch die sogenannte Marginalisierungsthese. Dann suchen sie genau in ihrer überspitzten Männlichkeit auch eine Form des Ausgleichs. Erziehungswissenschaftler wie Ahmed Toprak sagen, traditionelle Männlichkeit mit Werten wie Stärke, Ehre und Loyalität ist bei jungen Muslimen besonders ausgeprägt, die gesellschaftlich keinen hohen Status genießen, Diskriminierung erfahren und denen in Bildung und Beruf wenig Perspektive geboten wird. Unsicherheit kommt ja daher, dass man Angst hat, einer Rolle nicht gerecht zu werden. Wir können
können 50.000 Millionen Jugendstunden und Jugendarbeit machen mit Leuten, aber wenn dann ein Spanier herkommt und wieder Scheiße labert, dann sitzen halt wieder Leute am Frühstückstisch mit ihrer Bild und ihrem Brötchen und sagen, ja genau. Du kannst ja immer noch ein geiler, starker Mann werden, du musst es nicht mehr werden. Das ist ja die Befreiung. Ja, aber wenn jemandem was auswischen wollt, dann macht Geld. Erfolg ist die beste Rache. Ja. Männlichkeit ist dann Machtdemonstration und damit natürlich Bestandteil von Rap-Texten. Ein Mann ist nur ein echter Mann, wenn er auch gerne im Stehen pisst. Ein echter Mann ist vorbestraft. Nochmal zurück zu den Erwartungen von außen. In vielen Familien in Deutschland sind Männer immer noch dafür verantwortlich, dass am Ende des Tages Brot auf dem Tisch landet. Dass andere von einem abhängig sind, kann zu Versagensängsten führen und bedeutet gleichzeitig, dass man lieber die Zähne zusammenbeißt und Geld macht, statt sich eine Auszeit zu gönnen. Gerade Söhne und Enkel von Gastarbeitern kennen das Mindset. Opa für 3 Groschen am Tag mal Loch hat. Jeden Monat bis zur Ohnmacht für den Tagelohn. Nicht nur Akzent wird weiter vererbt. Kampf um Existenz. Gastarbeiter ist der Status. Gelenke kaputt. Ich habe manchmal ganze Woche die Kinder nicht gesehen. Ganze Nacht gearbeitet und dann ganze Vormittag geschlafen. Da wären wir schon bei der nächsten großen Säule von Männlichkeit im Rap. Seinen Mann stehen. Nicht nur über Gefühle jammern, sondern durchhalten. Hängt eng mit Stolz und Ehre zusammen. Und natürlich auch mit beschissenen Zeiten auf der Straße. Glaub mir, die Straße kennt keine Liebe, kennt keine Liebe. Struggles einfach zu ertragen, eisenhart durchzustehen und keine Gefühle zu zeigen, ist natürlich mental gar nicht mal so gesund. Mein Vater genauso, der ist auch immer aus dem Raum gegangen, wenn er geweint hat. Kurzfristig bringt es erstmal Geld. Aber langfristig macht man sich körperlich kaputt, man macht sich geistig kaputt. Wenn dein erstes Problem ist, dass eben Essen auf den Tisch kommt und die scheiß Miete gezahlt wird, dann hast du vielleicht einfach weder Zeit noch Lust, deinem Sohn jetzt nochmal beizubringen, dass er nicht sich prügeln muss auf dem Pausenhof, um akzeptiert zu werden. Aber die Leute sehen halt nicht, dass es auch eine Form von Konstruktion ist, die sie auch verändern können. Burnout und Depression, wenn man es ganz hoch treiben will, die sind ja nicht von Seltenheit, die Krankheiten. Der Vater meinte zu uns so, wir sollen nicht zu einem Job gehen, so, der uns keinen Spaß macht, weißt du, unser Leben verschwenden. So. Burnout habe ich noch nie früher gehört. Das gab's nicht. Jetzt ist das in Mode gekommen. Wir sind zwar jetzt auch nicht mit einem goldenen Löffel aufgewachsen, und so, aber wir sind auch jetzt nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Das zu sehen, dass unsere Familie Geld hat, das war dann halt für uns irgendwie so, wir sind die Nächsten, komm. Man muss arbeiten und was zu erreichen. Emotionale Kälte, Depression und auch Aggressivität sind die Folge. Und das schädigt nicht nur den Einzelnen, sondern überträgt sich auch auf die nächsten Generationen. Mama warnte dich doch schon ganz früher, hör auf deinen Verstand, mein Sohn, anstatt auf Gefühle. Was von Opa zu Vater und dann zu Sohnemann weitergegeben wird, ist immer schwer zu durchbrechen. Generationale Traumata, it is what it is und das ist auch mit Männlichkeit so. Es gibt Hindernisse, die überwunden werden müssen, bei denen man, wenn man sie überwindet, aber auch daran wächst im Idealfall. Die Jungs werden zu Männern durch Verletzungen und wir müssen uns diese Verletzungen mal anschauen. Das haben wir halt nicht, ne? Wir mussten ja nicht fliehen, wir sind hier aufgewachsen, so komplett behütet. Das gilt auch für das Bild von Männlichkeit, das Stars ihren Fans vermitteln. Nicht nur in Liedzeilen, sondern auch drumherum. Dass Rapper sich schlagen oder zumindest drohen, ist ein normales Bild. Vielleicht haben sie es nie anders gelernt. Von manchen Auseinandersetzungen kommt nichts an die Öffentlichkeit. Andere werden für Promo ausgeschlachtet. Die Beefs drehen sich in erster Linie um Revier markieren, Dominanz beweisen und halt Mann sein. Du musst auch hart sein, der Beat nicht mehr läuft. Man muss auch sagen, zur Schau gestellte Männlichkeit trifft auf hohe Nachfrage. Auch abseits vom Beef und Musik. Männlichkeit lässt sich gut verkaufen. Kein Wunder, denn sowohl die ganze Rap-Szene als auch ihr Publikum sind immer noch männerdominiert. Besonders maskuliner Rap spricht eine besonders männliche Audience an. Warum rapp ich nur von Sissis machen und Schlampen, die ich bums, weil alle meine Fans sind maskuline Jungs, ja? Die Fans wollen auch so männlich sein wie ihre Idole. Und die verkaufen das Know-how. Artists schaffen also gleichzeitig Nachfrage und Angebot. Fiesere Texte kommen vielleicht auch einfach cooler mit einer böseren Stimme so. Ab und zu mal braucht man sowas auch einfach, weil man möglichst wenig Gedanken in seinem Gehirn haben möchte. Und dafür ist es ganz gut. Als Musiker hast du deine Musik, damit verdienst du Geld. Aber irgendwann nimmt die Halbkurve ja auch ab. Und dann geht es darum, was kannst du noch aufbauen oder in welche Branchen kannst du noch ein bisschen rutschen. Du kaufst doch keine Sachen, wo irgendjemand so mit nachdenklicher Männlichkeit dafür wirbt. Du willst jemanden, der einen scheiß Traktorreifen wirft und vielleicht eine Panzerglasscheibe durchboxt. Wenn es jetzt wirklich nur ums Geld geht, dann ist das Ding auch, glaube ich, langfristig zum Scheitern verurteilt. Gute Geschäftsstrategie, leider sehr peinlich. Grüße an die Baulig-Twins. Aber genau so werden starre Bilder von Männlichkeit natürlich immer weiter gefestigt. Nichtsdestotrotz, immer mehr Männer lassen sich nicht mehr nur von außen definieren, sondern denken selbst darüber nach, was wirkliche Männlichkeit für sie ausmacht. Wer einst jung, brutal, gut aussehend war, bleibt vielleicht auch noch ein Leben lang so. Passt doch, wenn man sich damit wohlfühlt. Gleichzeitig finden
finden deutsche Superstars neue Definitionen von Männlichkeit. Und das Spektrum wird breiter. Apache, der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Ich schmeiß das Mic hin und nimm für meine Kinder Zeit. Ganz neu ist das Phänomen natürlich nicht. Schon lange vor UFOs High Heels und Apaches Rollschuhen gab es ganz verschiedene Entwürfe davon. Gerade in der schwarzen Popkultur wurden Labels wie maskulin und feminin immer wieder in Frage gestellt. Schon in den 50ern verwirrte Little Richard die männlichen Chefetagen der Musikindustrie mit Pailletten und Make-up. Und 15 Jahre später hatte eine neue Subkultur große Teile der USA im Würgegriff. Disco. Wie gefestigt so Geschlechternormen wieder geworden sind, das ist so scary. Wann haben die Frauen das Patent bekommen auf Gepflegtheit und Hygiene, Digga? Ich feier's auch einfach, wenn mir hier keine Haare abstehen, wenn ich gepflegte Fingernägel hab, so. Vor allem queere und schwarze Menschen trafen sich in dunklen Clubs zum Tanzen. Abseits von Geschlechternormen und gängige Dancefloor-Etiketten. Bei der weißen, heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft kam das nicht so gut an. Am 12. Juli 1979 versammelten sich rund 70.000 Menschen in Chicago in einem Baseballstadion, um dabei zuzusehen, wie tausende Discoplatten zerstört werden. Die Motivation, Rassismus und Homophobie. Jede Freiheit, die wir genießen, beruht vor allem als Ergebnis von schwarzen Kämpfen. Basically. Ich würde lieber einen ganzen Abend lang YouTube-Shorts schauen, als das zu machen. Das Mindset der Disco-Culture, auf Grenzen zu scheißen, hielt sich trotzdem. Künstler wie Boy George oder Prince haben das später weitergeführt. Eine der ersten Rapper mit femininer Fashion war Andre 3000. In den späten 90ern ließ er sich in Kleid und Perücke ablichten. Deswegen wurde seine Sexualität immer wieder angezweifelt, obwohl er schon ein Kind mit Erykah Badu hatte. Ich würde lügen, wenn da jetzt ein Mann mit einem Kleid reinkommt und einer Perücke, ich nicht auf den ersten Blick denke, okay, wahrscheinlich ist er nicht hetero. Ich glaube nochmal, Neo-Soul-Culture ist auch nochmal eine andere Form von Spirituality, auch in der Musik, auch in dem Geben. Der Unterschied liegt, glaube ich, darin, ob du es verurteilend denkst oder nicht. Ja. Sein Auftreten war halt ein krasser Kontrast zu dem, was man von Hip-Hop damals kannte. Weil auch in den USA hat der typische Rapper in den 90ern und 2000ern mit jeder Pore Männlichkeit verkörpert. Dabei haben sich schwarze Männer quasi durch übertrieben maskuline Selbstdarstellung unter anderem das zurückgeholt, was ihnen lange genommen wurde. Macht. Aus heutiger Sicht schwierig, aber damals war eine andere Zeit. Naja, wenn du über Jahrhunderte versklavt und unterdrückt worden bist, dann ist vielleicht dein erster Impuls nicht Geschlechternormen aufbrechen, sondern dir Macht zurückzuholen. Das Problem ist nicht Männlichkeit, das Problem ist auch vor allem weiße kapitalistisches Patriarchat. Ein Spiel mit tief verankerten Vorurteilen und Vorstellungen von Männlichkeit, das sich dazu noch gut verkauft. Aber auch da spüren Männer die Folgen ihrer zwanghaften Härte. 50 Cent hat mal gesagt, dass er keine Emotion zeigt und alles unterdrückt. Das Einzige, womit er sich wohlfühlt, sei Wut. Red fucking Flag. Da steckt so viel Abfucks drin eigentlich, so viel Verletzungen. Ich würde sagen, dass ich auch viele Emotionen so unterdrücke und sie dann halt einfach so am Mikrofon rauslasse. Ich schreibe ja nur aus Wut. Ich schreibe ja nur, weil mich Springer und etc. abfacken. Wut kann ich verstehen. Ich bin auch wütend. Moderne Superstars wie Frank Ocean treten mit Make-up auf, sind soft und real gleichzeitig und sprechen offen über Queerness. Und im Soundcloud-Rap sind viele Emotionen eh kein Tabuthema mehr. Hip-Hop wurde softer und Feelings zeigen ist cool. Teilweise sind die Texte ja auch super depressiv. Diese suggerierte Softness trifft ja da auch wieder auf so ein sehr starkes Extrem. Wie gehst du mit der Trauer um? Mit Drogen. Die Musik ist super und ich glaube, sie spricht auch viele Leute an und kann ihnen auch ein bisschen helfen. Man kann jetzt sagen, er ist mutig, man kann aber auch sagen, er ist nur so mutig, wie es auch eine Gesellschaft auch zulässt. Weil jede Bewegung hat ihre eigene Gegenbewegung. Emotional show is in this bitch. I know that showing emotion don't ever mean I'm a pussy. You had no father, you had the armor. Auch der Einfluss von High Fashion hat safe dazu beigetragen, dass Männlichkeit sich im Rap verändert. Wie sich jemand anzieht, ist seine erste Visitenkarte. Und ob man Moskel-Shirt trägt oder ein pinkes Seidenhemd, sagt schon auf dem ersten Blick viel darüber aus, wie man sich als Mann präsentieren will. Für mich ist Männlichkeit, ein Vater und Opa zu sein. Klamotten kann man ja wechseln. Ich achte gar nicht darauf, ist es maskulin oder feminin, Digga. Ich trage, was mir gefällt so. Wenn 2017 ein Young Thug auf dem Cover von Jeffrey im Kleid posiert, macht das was mit der Kultur. So iconic. Man checkt irgendwie auf den ersten Blick schon ein bisschen, auf welchem Film er ist. Man darf nicht vergessen, das machen Leute, die extrem viel Geld haben, extrem viel Macht haben, extrem viel kulturelles, soziales Kapital haben. Das ist natürlich toll, wenn es solche Vorbilder gibt. Die große Revolution kann sowas aber nicht sein, weil die halt nicht von irgendwelchen Menschen auf großen Bühnen kommt, sondern
von unten. Machen wir dann nächstes Jahr bei dir? Nee. Ähnlich war es bei Pharrell, der heute Creative Director von Männermode bei Louis Vuitton ist und damit in die gigantischen Fußstapfen von Virgil Abloh tritt. Er hat schon 2007 lila Birkin Bags gerockt und die Grenzen zwischen feminin und maskulin verschwimmen lassen. Einfach, weil er es konnte. Es ist doch komplett egal, was damit passiert, wer es trägt, solange die Person, die es trägt, sich damit wohlfühlt. Ich würde sagen, dass die Grenzen generell einfach mehr verschwimmen. Taschen gab es ja schon 60er, 70er Jahre, haben wir schon Taschen gehabt. Und heutzutage ist es ein bisschen schöner, sieht schöner aus. Unpraktischer, ja. Und auch in Deutschland konkurrieren seit einigen Jahren verschiedene Vorstellungen von Männlichkeit. 2008 erschien Hin zur Sonne von Casper und damit auch eine Alternative zum bisherigen Männer-Image in Deutschrap. Gefällt nicht jedem, aber in den nächsten Jahren wurde Deutschrap von dem hier regiert. Augen auf! Ein neues Wesen ist in unseren Breitengraden heimisch geworden. Der Hipster. Bart, Brille, Haare zur Seite, Jutebeutel und ein Schnurrbart auf dem Beutel drauf einfach. Hipster-Rapper brachten Emotionen statt Anabolika und Skateboard statt Luxusbänder. Die Leute denken mal, es ist so ein krasser Clash, wenn irgendein Typ mit Skinny Jeans daherkommt und ein Haarfüffi dann irgendwo in Offenbach chillt. Ich glaube, das ist nur so ein optischer Unterschied statt ein tatsächlich gesellschaftlich-kultureller. Und auch in der Mode unterscheiden Casper, Crow und Co. sich deutlich von ihren Kollegen. Röhrenjeans, Skatermarken wie Supreme oder Obey, Jutebeutel, YOLO einfach. Hipster-Rap wurde als Bedrohung gesehen. Nicht bloß für die eigene Männlichkeit, sondern auch für die Verkaufszahlen. Solche Ängste zwingen zum Überdenken des eigenen Images. Darin steckt auch eine Chance. Immer mehr Männer erkennen, nur weil jemand Männlichkeit anders auslebt als ich, nimmt er mir noch lange nichts weg. Richtig, bei Gott genauso. Perfekt, auf den Punkt gebracht einfach. Für jeden Topf gibt's einen Deckel. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, Männlichkeit immer auch an Klamotten festzumachen. Ich glaube, mein Opa ja schon so eher dann der bunte Vogel ist, zeigt, ey, guck mal, ich bin zwar schon älter als der Rest vielleicht, aber ich kann mich trotzdem so kleiden, wie ich will. Im Endeffekt ändert sich nichts, wenn du dein fucking Verhalten nicht veränderst. Ich werde nur bewundert. Ja eben, und dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen als Beispiel, um sich selbst nochmal neu auszuprobieren. Und selbst Rapper, die sich jahrelang betont männlich präsentiert haben, zeigen immer häufiger ihre weichen Seiten. Sido spricht anstatt über mittlerweile offen über Therapie und Drogenstruggles. Bushidos Image hat sich eh komplett geändert und auch ein Hafti thematisiert öffentlich seine Depression. Und das ist halt natürlich extrem wichtig. Nur weil du jetzt so dieses harte Image hast, heißt ja nicht, dass du nicht auch deine Dämonen hast. Irgendwann denke ich, checkst halt einfach, was wichtig ist im Leben. Familie, Kinder, keine Drogen nehmen, gesund sein. Ich freue mich darüber, es ist mega wichtig. Aber es ist halt irgendwie, wenn man reich und mega erfolgreich ist, ein bisschen einfacher, so Mental Health Issues zu haben, als wenn man das eben nicht ist. By the way, hättet ihr Bock auf ein Video zum Thema Mental Health? Schreibt es mal in die Kommentare. Ganz ehrlich, ist doch Bombe, dass Männer sich heute präsentieren können, wie sie Bock haben. Auch wenn die Damenabteilung die ganze Zeit sold out geht. Auch Männlichkeit macht mehr Spaß, wenn es verschiedene Vorstellungen davon gibt. Ihr würdet ja auch nicht den Rest eures Lebens dasselbe essen wollen. Für die Frauen sind meistens zwei Stockwerke voll Klamotten und für Männer nur unten. Nur die Hälfte und die Hälfte ist für Kinder. Viel zu wenig. Jetzt geht es halt auch darum, wie können wir uns selber wirklich auch verändern über Klamotten hinaus. Im Endeffekt ist am wichtigsten, wie du die Sachen trägst. Wer mit Muskeln auf hart machen will, kann das aber weiterhin tun. Aber genauso können Männer heute halt Kleider und glitzernde Diamanten tragen, ohne dass ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird. Sie sind nicht wie ich, nur weil sie einen Zopf tragen. Der Unterschied ist, wenn ich will, kann ich auch Crocs tragen. Und ich trete deinen Schädel ein mit Doc Martens. Und da sind wir auch endlich bei der Antwort darauf, warum Ufu beim Gender Reveal seines Sohnes High Heels passend zum Tracksuit getragen hat. Er hatte einfach Bock drauf. Die GQ hat ihn gefragt, ob er das mutig findet. Und Ufo sagt, ich sehe das nicht als mutig, ich sehe das als Leidenschaft. Ich ziehe die Schuhe mit Liebe an und gehe damit vom Spiegel und denke, dass das zu dem passt, wo ich jetzt stehe. Es ist theoretisch mutig, aber es sollte nicht mutig sein. Sagt, worauf ihr Bock habt einfach. Es gibt ja dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Es gibt auch einfach Leute, die die Kleider machen. Früher waren Härte und Wut im Trend. Heute hat Softness Hype. Wie viele Männer sich aufrichtig ausleben und wie viel einfach nur Images, das wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Spätestens, wenn die nächste Promophase vorbei ist. Denn in der Damenabteilung shoppen und sich sensibel geben, ist noch lange keine Garantie dafür, dass jemand wirklich vorwärts denkt und reflektiert ist. Passt auf, einfach auf euch auf und
bringt nicht euch oder jemand anderen um. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Aufweichung von Gendernormen. Weil darauf kommt es an. Wir sind trotzdem optimistisch. Wie sieht Männlichkeit für euch aus? Und würdet ihr auch mal ein Kleid rocken? Schreibt's mal in die Kommentare. Macht euer Ding. Wenn ihr euch wohlfühlt in dem, was ihr tut, dann ist das das Beste, was euch passieren kann. Egal, was dagegen spricht. Macht es für euch, macht es nicht für andere. Oder checkt uns ab. Safe. Geil. Und wenn ihr sehen wollt, wie moderne Männlichkeit in der Praxis aussieht, dann checkt das Interview von Deutschland 3000 mit Riccardo Simonetti. Skü, skü!